Guten Abend, Gute. Ich bin da mit Hus Panda, mit dem Valentino und dem Tom. Guten Abend miteinander. Hallo. Danke fürs Interview. Also, gehen wir schnell die erste Frage vorab. Hus Panda, spezieller Name, wo kommt der her? Und vor allem, wer ist denn jetzt der Panda? Schon das Auto, wo wir mal gefahren sind. Das Auto hat Panda geheißen? Ja, es war ein Fiat Panda. Das hat es wirklich mal gegeben, tatsächlich. Das hat es mal gegeben, ja. Das ist so. Es hat nicht so eine riesige Story dahinter eigentlich. Aber es fragen sich alle, die den Namen herkommen. Es fragen sich alle, ja. Aber das ist doch gut, oder? Ich meine, wenn ich nicht mehr frage, dann ist es irgendwie langweilig. Das war auch ein Tourauto, der Panda? Nein, Panda ist so ganz ein kleiner, viereckiger Kasten von Fiat. Da bringst du nicht viel rein. Wer von euch hat den gehabt? Beide. Beide. Tom und ich. Wir haben den Teil. Nein, wir haben beide. Wir haben je einen gehabt. Ah, cool. Also zufällig? Nein, haben wir so... geplant? So ein bisschen Traumauto. Und dann, wie wir vorhin liest, ihr kennt euch ja alle schon ganz lange als Band. Ihr seid ja quasi zusammen aufgewachsen und dann zur Band geworden, oder? Ja. Wie ist das so, mit Leuten eigentlich zusammen zu spielen, wo man so ein bisschen aufgewachsen ist damit und so? Wird das so ein bisschen zur Family, oder? Logisch, ja. Umso länger, dass man zusammen spielt, desto mehr ist es auf jeden Fall. Wir haben uns ja nicht nur in der Schweiz erfolgt, ich habe gehört, dass ihr in Deutschland auf Tour seid. Ja. Wie ist das so für euch? Ist das anstrengend? Oder ist cool. Ist das cool? Ja. Wie fühlt sich das so an? Es ist halt immer einfach sehr anstrengend, wenn du sehr lange fährst und dann musst du so abliefern und so. Aber wenn du es dann gebracht hast, deine Show, und dann sind irgendwie alle so zusammen, und dann ist es wirklich so deine Familie und du kannst zusammen saufen. Das ist der Wahnsinn. Merkt also eine Band, so das geht nicht besser als Band. Zwischen dem Schweizer Publikum und dem deutschen Publikum? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es kommt auch mega darauf an, wo in der Schweiz wo man gerade spielt. Also, ja, St. Gallen habe ich gelesen, sie gehen da auch gesehen. Ja, es ist nicht das Gleiche, wie wenn du in St. Gallen spielst oder jetzt zum Beispiel in Bern auf dem Land, haben wir auch schon gespielt. Zum Beispiel. Und dann ist es einfach etwas anderes. Die Leute sind irgendwie einfach am Anfang zurückhaltender und du musst sie irgendwie so aus der Defensive rausholen, bis sie es dann geil finden. Aber sie finden es dann gleich geil. Sie haben einfach ein bisschen länger. Also, wer ist denn bei euch vor allem der, wo die Leute aus der Defensive holt? Machst du das, oder? Ja, ich muss ja fast. Ja, ich weiss ja nicht. Vielleicht haben wir jemanden, der da im Hintergrund ein bisschen den Hampel macht. Ja, das ist eigentlich schon das ist dein Job. Ja. Hast denn du da einen Geheimtipp, wie man die Leute aus der Decke holt? Ja, einfach einen Schwanz lang. Das funktioniert, ja. Mal ein bisschen die Eier rausheben. Nein, aber einfach so etwas machen. Ich habe das Gefühl, so Sachen machen, wo die Leute auch ein bisschen so sich fremdschämen, ist gar nicht einmal so schlecht. Gibt es ein Beispiel, wo man sich bei euch fremdschämen könnte? Ja, ich hau mir zum Beispiel öfters mit dem Mikrofon auf den Pimmel und dann könnte man sich schon fremdschämen. Aber ich finde dann so, die Leute dann irgendwie so, merken dann so, ah ja, da kann man ja tun, wie man will, und dann wird es geil. Weißt? Also ihr würdet euch als extrovertiert bezeichnen schon? Also. Definitiv, ja. Sind ihr denn privat auch so drauf oder noch auf der Bühne? Ja, es kommt ein darauf an. Ich glaube schon, dass wir eher extrovertiert sind als introvertiert. Macht ja mehr Spass, oder? Es kommt darauf an. Also introvertiert sein ist auch sehr gut. Dann musst du nicht so viel reden und Smalltalk führen. Das ist einfach langweilig. Zwei Alben haben wir schon draussen. Haben ihr denn jetzt noch weitere Pläne? Wie soll es weitergehen? Was sind so Ziele, die noch unbedingt erreichen wollen als Band? Wir sind dran. Wir sind momentan im Appenzell, haben wir ein Haus gemietet, irgendwo oben in den Bergen. Sind wir für uns allein und dort schreiben wir gerade Songs für das neue Album.